So, willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Skyrim. Ich lasse euch jetzt mal ein wenig hier im Regen stehen, während ich ein paar Besorgungen mache. Heißt, ich werde eine Sägemühle suchen, wo wirklich mal wieder jemand Holz verkauft. Gab ja schon beim letzten Mal Probleme, dass niemand da war. Ihr habt das zum Glück nicht sehen müssen, aber ich werde halt jetzt auch wieder offscreen per Schnellreise das Ganze regeln. Und genauso werde ich Eisen einkaufen. In jeder Stadt, wo ein Schmied mir Eisen an den Kopf donnert, nehme ich das mit. Deswegen würde ich sagen, gibt's hier einen Cut und dann sehen wir uns hier wieder. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich jetzt verschwendet habe, ein paar Zutaten zu kaufen. Holy shit, was soll das denn? Ja, wir haben 300 Holzstämme geholt. Sollten wir jedenfalls haben. Ihr könnt es, glaube ich, so nicht überprüfen. Doch, 300. Ja, ich habe, ich glaube, 24 Eisenbarren erworben und 14 Grundbarren. Habe aber nur 6 mit, weil langsam das Inventar knapp wurde. Ab 40 Glaseinheiten. 40 mal Stroh, ich weiß nicht wofür, aber wir haben's. Und jede Menge Ziegenhörner. So, wir wollen aber jetzt erstmal ein bisschen Baumaterialien wiederherstellen. Wir sehen nämlich mal, wovon wir wenig haben. Ah, ich bin gerade nicht sicher. Normalerweise wird einem doch angezeigt, wie viele man hat, oder? Bin mir nicht sicher, ich mache einfach mal ein paar Nägel. Nägel können nicht schaden. Scharniere haben wir noch. Eisenbeschläge kaufe ich mal ein paar. Kaufen vor allem. Schlösser sollten wir auch haben, aber ich mache mal eins. Und dann gehen wir mal rein und schauen, was wir so zusammenbasteln können. Das meiste sollte ja sowieso nur Holz erfordern und davon haben wir eine ganze Menge. Mir wurde empfohlen, ich solle erst den Außenbereich machen, aber ehrlich gesagt möchte ich eher erst das Innenleben vervollständigen. Das fühlt sich irgendwie besser an. Vor allem, hier gibt es halt eine Menge zu tun. So, die Zimmererwerkbank. Behältnisse, ja. Fässer. Fässer sind voll geil. Ein hoher Kleiderschrank. Ein kleiner Kleiderschrank. Eine Truhe. Eisenbeschläge. Ja, ich sagte ja, Eisenbeschläge werden fehlen. Ein eckiger Tisch. Noch ein eckiger Tisch. Esstisch und Stühle. Ein Stuhl. Eine Vitrine. Vitrine auf niedrigem Tisch. Waschbecken auf Podest. Ja, geil. Ein Waffenständer, Rüstungshalter, ein Eckregal, noch ein Eckregal, ein Holzregal, Wandregale, 4 Stück und nochmal 2 Stück. Wow, wir gehen voll ab. Sonstiges, ja, eine Feuerstelle. Ansonsten brauchen wir veredelter Mondstein und Goldbarren. Okay, jetzt wird es langsam kompliziert. Ja, die möchte ich mir eigentlich nicht aufhängen, wenn ich ehrlich bin. Da brauchen wir aber auch einfach nur Zutaten von Gegnern. Aber ein Verzauberer ist ganz nett. Veredelter Mondstein und Goldbarren sowie Quecksilberbarren brauchen wir. Werde ich mir alles holen. Ja, das Ganze sieht jetzt so aus, nachdem wir den Bereich eingerichtet haben. Das ist quasi der vordere Raum. Oben und unten. Das Problem ist, der Hinterraum wird circa nochmal so viel brauchen. Ich weiß nicht, ob das hier ebenfalls oben und unten ist. Deswegen gehe ich einfach mal in die untere Werkbank und lasse mich überraschen. So, ich hätte gerne ganz viel Scheiß, den wir schon bauen können. Damit ich mir ansehen kann, was so fehlt. Ja, man sieht, ich habe eine Menge gekauft und es ist einfach nicht genug. Unsere Nägel müssten jetzt wieder leer sein. Eisenbeschläge brauchen wir jede Menge. Wandregale, sonstiges. Ein Schmiedeamboss ist natürlich sehr geil. Auch wenn er draußen besser ist. Dennoch, wir wollen möglichst alles aufbauen. Deswegen gehen wir raus. Beziehungsweise wir gehen nochmal nach Weißlauf. Ich mach mal einen Cut bis zu unserem Haus. Kennt ihr Da meinen sind wir auch Vater? schon. Holy Er shit. ist der Vogt oben in der Was machst du denn Drachenfeld. hier? Ich helfe meinem Vater auf Ja, das ist vielerlei nett. Weise. Ich Okay, finde, ja, dass wir es ist. wollen jetzt hier mal reinschauen. Und uns allerlei Barren rausgreifen aus der Kiste. Am besten hier in der Rubrik. Ja, ich möchte die Barren nämlich gerne auch umlagern sofort. Und zwar in unser Haupthaus. Das wird jetzt eine Tortur für unser Inventar. Ne, das kriegen wir nicht hin auf Anhieb. Das liegt daran, dass wir unendlich viel Schrott dabei haben. Im Prinzip das Glas und den Lehm. Davon brauche ich gar nicht so viel. Ich glaube, ich werde auch mal mit dem Barren doch nur mitnehmen, was ich brauche. Wo ich definitiv weiß, das brauchen wir. Gold nehme ich mal 2 mit. Korund behalte ich. Getrieberad kann weg. Ja, Quecksilber, Gold und veredelter Mondstein werden wir jeweils 2 mitnehmen. Machen wir mal lieber 3.
Aus dem Grund, dass ich nicht weiß, ob wir im Keller oder in anderen Bereichen des Hauses diese Items nochmal verwenden können, um halt solche Geräte herzustellen. Das war das Quecksilber. Das Golderz werden wir so mitnehmen, weil ich keine Goldbarren habe. So, ansonsten Eisen habe ich hier nicht mehr. Das heißt, wir werden auch nochmal eine Tour machen. Nach irgendeiner anderen Stadt. Ich werde aber jetzt erstmal zurück zum Haus Seeblick gehen, dort den ganzen Schrott, den wir nicht brauchen, ablegen. Heißt 40 mal Stroh, 40 mal Glas. Das war wahrscheinlich Overkill, was ich da geholt habe, aber ich hatte keinen Bock, nochmal losgehen zu müssen. Deswegen habe ich auch direkt 300 Baumstämme geholt, damit wir erstmal genug haben. So, unser Haus wächst und gedeiht. Du gehst mir langsam auf den Nerv, weißt du das? So. Weg mit dem... Oh. Ja, jetzt ist die Frage, können wir die Sachen da drin ablegen und die werden dann automatisch benutzt? Ich bezweifle es. Auf jeden Fall werde ich jetzt hingehen und erstmal unser Zeug, was wir alles brauchen, ablegen. Eisenbarren, Goldbarren, Golderz. Wir hatten tatsächlich Goldbarren. Glas, Lehm, Ziegenschrott, Stroh. So, damit bin ich schon mal wieder um einiges leichter. Quecksilber, Rundbarren. Das heißt, ich kann jetzt wieder vernünftig Zutaten holen. Ich schaue mal, wie viel das ganze Innenleben jetzt an Holz gefressen hat. Ja, 40, aber es ist schon eine Menge, was da verbraucht wird. Wer bist du denn? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Holy shit, wer bist denn du? Ich bin euer Schwert und euer Schild. das hat meine Frage jetzt nicht wirklich beantwortet. Also gut. Ja, ich lass dich mal weitermachen, was auch immer du da machst. Wir wollen jetzt nach Einsamkeit, weil ich dort zum Schmied möchte. Wir wollen ganz, ganz, ganz viel Eisen. Und irgendwie mag ich den Schmied in Einsamkeit. Wir hatten ja schon öfters das Vergnügen mit ihm. Deswegen möchte ich seinen Laden ein wenig wachsen lassen. Beziehungsweise wachsen lassen können wir die Läden ja leider noch nicht. Vor allem verschwenden wir. Wir investieren mehr, gerade eine Menge Gold in unser Haus. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir möglichst bald den Sprachskill hochkriegen. Nochmal hochkriegen. Damit wir endlich mehr Sachen verkaufen können und uns das Gold, das wir zum Beispiel jetzt alles ausgeben, einfach wieder zurückholen können. So, der Schmied das macht noch Geräusche. Es ist ja. Hallo. Zu spät, habe ich mir gedacht. Gut, dann werden wir hier nochmal warten. Ja. Ich hasse das, auf Leute zu warten. Aber es ist cool, dass die Funken dann auch euch gegenspringen. Mondfinsternis, eine totale. So, und jetzt sollte er eigentlich mal wieder auftauchen. Hallo, Schmied? Das finde ich ja immer so gut, dass die Leute auf jeden Fall verschwinden, aber nicht wieder auftauchen. Das ist wie, wenn man irgendwie bei der T-Com eine Rechnung hat. Ich sollte keinen Namen nennen. Bei irgendeinem Internetprovider eine Rechnung hat, wo die Zahlung einen Tag im Verzug ist und sofort das Internet gekappt wird. Ich glaube, das machen heute Provider nicht mehr, aber das wurde früher gemacht. Aber dann wieder seit, wenn Ausfälle sind, kommt null Leistung im Ersatz. Also das ist echt eine Dreistigkeit. Alles Mögliche. Hast du gehört? Du bist dreist, Bayern. Wanderer wie ich. Na, so, her damit. Klingen, Helme. Ist das dein Ernst? Alles, was ihr braucht. Ich habe gerade mal keine Lust, das Eisenerz zu holen. Das ist mir zu aufwendig, das dann selber wieder verarbeiten zu müssen. Wir gehen dann mal nach Markart, weil das ebenfalls eine gute Anlaufstelle für Eisen ist. Ich mag die Schmieden dort. Eine der wenigen Nicht-Nordschmiedinnen in dem Spiel. Tatsächlich eine Ork. Was aber für das Gebiet nicht wirklich ungewöhnlich ist. Vielleicht auch mal zu den Videoausfällen in letzter Zeit. Ja, es geht so ein bisschen drunter und drüber bei mir, weil ich halt mich kreuz und quer am Bewerben bin auf eine Stelle als Fachinformatiker. Allerdings sind dieses Jahr die Fachinformatikerstellen im Bereich Systemintegration echt sehr, sehr knapp und es ist wirklich eine Mordsarbeit, da was zu bekommen. Und aufgrund der ganzen Bewerbungsgespräche und Bewerbungsschreiben und so fällt dann halt öfters mal was mit Aufnehmen aus, bis mir dann auffällt, oh fuck, ich hätte mal wieder aufnehmen müssen. Also ich bitte da an der Stelle um Verständnis. Weil Skyrim ist jetzt gestern und vorgestern ausgefallen. Ich weiß nicht, ob die Folge sogar später erst online geht. Könnte quasi schon drei Tage her sein. Klingen,
Helme. Eisenbahn. Ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, irgendwie habe ich kein Glück mit dem Eisen. Normalerweise verkaufen die Schmiede doch gerne mal so 20 Barren. Aber gerade verkaufen die Schmiede einfach mal einen feuchten Forz. Und einen feuchten Forz kann ich mir auch selber machen. Da halte ich nicht so viel von. So, könntest du jetzt bitte mal ganz schnell die Reise initiieren nach Flusswald? Bitte, Skyrim, ich hasse deine Ladezeit. Hallo, Skyrim. Und natürlich komme ich wieder mal in der Nacht an, das heißt, ich werde... Der Drache ist immer noch hier. Beim ersten Mal, als ich die Aufnahme angefangen habe, war hier halt auch schon ein Drache und dem bin ich dann halt entkommen, weil ich keinen Bock hatte, gegen den zu kämpfen. Aber die Vergangenheit holt einen immer ein. Da oben fliegt das Schwein. Ja, dann komm jetzt auch runter, du Elendiger. Komm runter. Vor allem ist das wieder so ein Motherfucker-Drache. Also, der haut gleich rein. Auf Wiedersehen. Ja, es wäre schön, wenn ein Pfeil so einen Drachen töten könnte. Drachentöter-Pfeile sind, was wir brauchen. Nein, was wir brauchen, ist ein bisschen Fortschritt in der Hauptquest, dann haben wir solche Probleme nicht mehr. Na komm schon. Der macht bestimmt guten Schaden, aber nicht an mir, das freut mich. Ich habe mich gerade gewundert, weswegen er keinen Schaden gemacht hat. Ich habe die Aufnahme mal neu gestartet. Alter Drache, könntest du bitte mir den Gefallen tun und vernünftig mit mir kämpfen?